Ich mach mal so, damit es noch größer ist. Wird es trotzdem noch aufgenommen? Ja. In der Tat wird es. Oh mein Gott, das bin ich. In der Tat. Ja. In der Tat. In der Tat. In der Tat. In der Tat. Ach ja. Schade, dass wir noch nicht vorher zusammengefunden haben. Ja. Ich möchte dir was sagen. Alter, was fährst du mich? Nein, Mann. Nein, Mann, das ist nicht zu sagen, warte. Ich hab dich. Ein Pärchen beim Sex. Sie fragt, fängt an zu stöhnen. Ja, gib's mir. Sag mir dreckige Sachen. Küche, Bad, Wohnzimmer. Challenge Time. Mit VGF Flops. Und Super Gramp. Da, na, na. Hi. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu der Fotobooth Challenge oder dem Fotobooth Tag. Und zwar folgendes: Es ist eine Art Trinkspiel, kann man so sagen, ja. Auf alle Fälle ist es ziemlich witzig. Ihr kennt, falls ihr irgendwie so ein Mainstreamer seid, beim Apple Mac Gedöns die Fotobooth App. Und da kann man halt so witzige Effekte einfügen. Und wenn man dann halt diese Effekte gemacht hat, muss man halt versuchen, sich gegenseitig so zum Lachen zu bringen. Und immer. Und immer. Nein! Und jedenfalls, jedes Mal, wenn einer. Leg den bitte vor wenigstens an, damit es besser flutscht. Heiß. Und immer, wenn einer lacht. Bei diesen ganzen Fotobooth-Gedöns muss man eintrinken. So sieht's aus, meine Freunde. Ja. Ich hab die nicht kaputt gemacht. Das ist noch ein. Das ist schön. Das ist sehr schön. Nicht, dass wir das nachher noch nachsynchronisieren müssen. Läuft die Aufnahme noch? Ja, sie läuft noch. Wir nehmen es jetzt schon seit 12 Minuten auf. Seit 12 Minuten und für euch läuft das Video vielleicht gerade mal seit einer. Ah, ich hoffe, unser Intro hat euch gefallen. Meins wurde auch nochmal mit reingebracht. Und ja, dann wisst ihr Bescheid. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Biers auf. Ja, die Biers. Nicht deine Hose. Das sah gerade so aus. Ich hab ein Bier in meiner Hose. Oh, Kennst du die Sommergeschichte? Ja, das kenn ich. Trinkt mein Freund. Ja, so für die Leute, die es nicht kennen. Schreibt so ein Mail zu Dr. Sommer, keine Ahnung, ob das echt ist oder nicht, aber bei der Intelligenz bei manchen Deutschen kann man das ruhig mal glauben. Schreibt sie so, ja, wir saßen so auf einer Parkbank und er hat dann so an mein Bein gefasst und zwischen meine Beine und das hat sich gut angefühlt. Und dann habe ich das bei ihm auch gemacht und einen flaschenähnlichen Gegenstand gefunden. Und also beziehungsweise ich habe den gefühlt und ich wollte fragen, was soll ich jetzt machen? Trinkt mein Freund? Und dann, liebes hier ist ein liebes Dr. Sommer-Team. Ja, wie dem auch sei, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das nächste Mal, wenn du das bemerkst, dass dein Freund das hat, dann trink das Fläschchen doch einfach mal leer. Kann man nicht anders machen? So läuft das nämlich. Ihr könnt gerne auch vorbeikommen, meine Flasche leer trinken. Also die weiblichen Zuschauer unter euch habe ich gar kein Problem mit. Naja, jedenfalls. Okay, Schubel. Geiler Flaschenöffner hier auch am Start. Ist nicht süß, ja. Ist oh. Okay, du trinkst dein Frauenbier. Der ist so süß, dass meine Zähne faulen. Habt ihr den gehört? Okay, gut. Ja, ich bin nicht viel schlau. Er trinkt so ein nettes Frauenbier. Ah, okay, das ist kein richtiges Frauenbier. Das mit bitte pass auf. So. Er hat das schon so so geschüttelt. Um es festzulegen, wir haben uns das so gesagt, dass daraus eine Serie entsteht, falls wir nicht irgendwie noch irgendwie Westhang. Gutes Schwungverhalten. Also, nee, aber was wir sagen wollten, ich habe keine Werbung zu machen. Ne? Was ich sagen wollte, ach ja, stimmt, ja. Ich vergesse das immer. Ich wiederhole das immer 10-mal. Ich bedenke, lass mich überhaupt nicht ablenken. Oh, ein Schmetterling. Boah, ist das schön. Wir haben uns das so gedacht. Ihr entscheidet, was unsere nächste Challenge ist
und könnt auch gerne Wetten darüber abschließen, wer von uns beiden gewinnt. Also jetzt momentan geht das noch nicht so richtig los. Wir haben uns für etwas entschieden, was noch nicht ganz so eklig ist. Wir nehmen zum Beispiel eine Packung Zimt in den Mund oder Mehl oder sonst was und der als erstes kotzt und es nicht drin behält im Mund oder es nicht drin behält, der muss irgendeine Scheiße machen und ihr dürft entscheiden, wer denn hier was macht für eine Strafe dafür, dass er gekotzt hat, dass er ausgepackt hat, sonst was. Ihr könnt euch überlegen, was ihr könnt auch gerne Hunde- oder Katzenfutter nehmen, haben wir uns vorhin auch so überlegt. Und ja, wir haben hier so ein paar Packungen rumstehen, wir sind einfach solche Vögel, die das gerne machen, uns selber umzubringen. Könnt ihr das entscheiden. Ihr packt einfach in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Dann schneiden wir einen Ausschnitt rein, wo wir präsentieren, was wir machen. Und ihr dürft die Strafe entscheiden. Und der Gewinner dieser Challenge darf entscheiden, was der andere machen muss. Und ihr könnt in den Kommentaren auch gerne schreiben, wer gewinnt. Das machen wir nächste Woche. Und dann drehen wir hier immer, keine Ahnung, jede Woche bis alle zwei Wochen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Also, wie gesagt, wer lacht, trinkt. Ich fange einfach mal an. Ja, erklär mal mit den Effekten und so. Ja, es gibt da halt immer so Effekte, bei denen man rumspielen kann, bei diesen ganzen Apple-Geschichten. Boah, du siehst so wunderschön aus. Wie wär's, wenn wir abwechselnd das mit den Effekten machen? Abwechseln? Ja. Wie stell ich das denn? Du gehst auf Effekte und dann suchst du was anderes aus. Ach so. Ich hätte gerne einen Burger. Ja. Junge, du siehst aus wie ein Türke. Alter. Musti, was geht ab mit dir? Musti, der Außenkorrespondent aus Ghetto News, Alter. Was los? Was los? Was los? er ist Hurensohn. Die Gurke, er ist das Feind des Menschen. Bist du total homoerotisch? Boah, ich erinnere mich selber. Bist du behindert? Was machst du da? Boah, hab ich eine geile Frisur, Alter. Oh, swagalicious. Oh, yeah. Warte mal, wie sieht das mit Sonnenbrille aus, Alter? Ich hab voll das kleine Gesicht. Bin ich nicht niedlich? Oh Gott, was passiert mit mir? Ich bin nur so am Rumwabbeln. Ich bin voll das geile Alien, Alter. Schau mir in die Augen, Kleines. What the fuck? Komm her, Mädels. Oh Gott, was passiert? Ich hab What the fuck? What the fuck? Oh, Alter, ich seh. Du kennst doch diesen André aus. Ja. Aus Pong und Adgrind, ne? Ich seh genauso aus wie er mit der Frisur, mein kleinen Kopf. Oh. Wie Chinese! Moin, Leute, was geht ab? Ich bin das. Na, runter von meinem Rasen, Kinder! Oh, ich hab Mimi. Mimi. Oh, das ist Spaß, das ist hier. Wie hässlich du sein kannst. Flachwitze. Boah, jetzt machen wir einen normalen Effekt an. Wir sind eine Galaxie. Leute! Was ist hier da? Ich baue meinen Penis aus wie ein Teleskop. Wie das aussieht, ey. Schau dir das an. Stimmt, meine Freunde. Wir haben uns dafür entschieden. Also ich habe mich dafür entschieden. Ein paar Witze vorzulesen. Und ja. Zwei Verrückte gehen über Eisenbahnschienen. Sagt der eine, boah, die sind hart.
weil als er reingebissen hat. Sagt der andere, geh doch da drüben hin, da ist eine Weiche. Kann ich schon. Ah, ich kenn's nicht. Die. Okay, wie kastriert man einen Kühlschrank? Kühlschrank, Tür auf, Eier raus, Kühlschrank, Tür zu. Oh, toll, wir nehmen schon seit 40 Minuten auf. Ja. Warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Sitzen zwei Hackbraten auf einem Baum und stricken ein Maschinengewehr. Kommt ein Hallenbart vorbeigeflogen und fragt, wollt ihr auch einen Bissen? Verdammt. Strandet ein U-Boot in der Wüste, weil keine Karotten mehr im Tank. Warum? Joghurt hat keine Geräte. Du aber auch. Schön, jetzt kommt das Männerbier. Ja, täglich. Nichts. Einmal ficken, aber hart. Hä, was? Ein McChicken mit Salat. Achso. Ja. Ja, blas mir noch ein. Was? Ein Glas Wein. Hängt zwei Koteletts an der Wand. Das eine fällt runter, das andere heißt Fritz. Oh Gott. Ich hab's übrigens gerettet, falls es umfällt. Oh Mann. Ich konnte nicht mehr atmen. Warum steht hier ein Eimer? Und warum hast du eine Maske auf? Dann blast du da rein. Ja. Herrlich, was haben wir nicht gelacht? Ich hab mein Handy voll gerotzt. Oh, cool. Ja, ich weiß, was auch. Und das Ganze ohne Bier-App. Ja, dein Handy voll rotzen. Ich hab eine Bier-App, guck mal. Ich hab eine Bier-App. Ist viel, viel cooler als normales Bier trinken. Ja, ehrlich. Also, es ist auch viel gesünder und nicht so schädlich für euer Privatleben und Facebook. Und wenn ihr das trinkt, geht euer Handy kaputt. King Kong spielt Ping-Pong mit Tampon aus Hongkong. Ey, Leute, was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Kenn ich schon. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein. Ja, verdammt. Grün ist gelber als blau. Oh, warte. Ich kenne noch welchen aus dem Kopf. Hier. Was ist blau und sitzt 10 Meter unter der Erde? Der große blaue Steinbeißer. Ja. Was passiert, wenn man theoretisch gesehen ein Loch vom Nordpol zum Südpol bohren würde und einen Stein reinwirft? Tja, der Stein würde nur 10 Meter weit kommen, weil da der große blaue Steinmeister sitzt. Richtig, und warum verlieren wir immer mehr Minenarbeiter in der ganzen Welt? So weit kenne ich den nicht. Der blaue Steinfresser hat seine Essgewohnheiten geändert! Oh. Treffen sich zwei, kommt der eine nicht. Was ist klein, grün und dreieckig? Das kleine, grüne Dreieck. Und was ist grau, klein und dreieckig? Der Schatten ist klein, grün, Dreiecks. Richtig! Take Viagra, die hard. Das Lied von Viagra, Stand by me. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Hallo Gen. Oh. Die Polizei hat ein Penis gefasst. Er hat gestanden. Warum sieht man Ameisen in keiner Kirche? Na, die sind Insekten! Ja, richtig! Kenn ich schon. Was ist Tierquälerei? Einer Schlange Viagra geben.
Nein, Tierquälerei wäre es, wenn man eine Katze zum Bellen bringt. Warum? Naja, es geht folgendermaßen. Man nimmt eine Katze, gießt Benzin drüber, zündet sie an und es macht wuff. Wie bringt man einen Hund dazu zu miauen? Man packt ihn in einen Bottich voll Wasser, packt ihn in die Tiefkühltruhe, nimmt eine Kreissäge. Also, meine Freunde, wohin fliegt ein schwuler Adler? Zu seinem Horst. Ja. Den kenne ich ja. Was ist rot und liegt auf dem Acker? Eine alte Bauernregel. Oh, das ist eklig. Ich weiß. Schwimmt ein Elefant im Tümpel, kommt eine Maus ans Ufer und sagt, komm mal eben raus. Darauf der Elefant, wieso? Die Maus wiederholt sich, der Elefant steigt aus dem Wasser. Da sagt die Maus, schon gut, ich dachte nur, du hättest meine Badehose an. Sitzen zwei pinke Elefanten im Keller und stricken Atombomben. Plötzlich macht's Bumm, was ist passiert? Der eine Elefanten ist eine Masche runtergefallen. Der eine hat eine Masche fallen lassen. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein gelbes Auto. Ein Bagger. Und warum kann er nicht schwimmen? Weil er nur eine Arm hat. Also was machen die Bagger? Die machen sich einen Bagger sehen. Im Leichenhaus. Ihr Mann hat sich also erhängt, ja? Ja, hat er. Und woher kommen dann die Beulen auf seinem Kopf? Er hat ein Gummiband genommen. Oh Mann. Oh, Toilettenpapier beidseitig benutzen, der Erfolg liegt auf der Hand. Was ist grün und eklig und tut weh, wenn man es ins Gesicht bekommt? Keine Ahnung. Ein Billardtisch. Oh Mann, ey. Bin ich müde, geh zur Ruhe, schließe Arsch und Augen zu. Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? Zebra. Zwei Enten, du Spaß. Oh Mann. Und aus was hat das war das Haus von Jesus gebaut? Aus Jerusalem. Nein. Scheiße in die Lampenschale gibt gedämpftes Licht im Saale. Was ist braun und rennt durch den Wald? Brotgespielchen. Wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock. Frau zum Arzt. Herr Doktor, darf ich in der Regel baden? Sagt der Arzt, wenn sie die Wanne voll bekommt. Das kenne ich nur mit Durchfall. Also jetzt nicht aus dem echten Leben. Achso. Ich meine es als Witz. Ja. Was? Was rauchen die Kassiererinnen von Aldi? Eine Kassenbon. Oh Gott. Was hängt an der Wand und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt? Kommt ein Mann um die Ecke und tritt auf den Keks. Sagt der Keks. Mann, das ist doch nicht mal witzig. Das ist auch nicht. Aber du lachst trotzdem. Oh, der ist mies. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Herr Doktor, wo bringen Sie mich hin? Ins Leichenhaus. Aber ich bin doch noch gar nicht tot. Wir sind ja auch noch nicht da. Ein Mann stirbt und kommt in die Hölle. Auf seinem ersten Rundgang trifft er den Teufel. Hey Mann, warum machst du hier so ein trauriges Gesicht, Alter? Da fragst du noch? Ich bin schließlich in der Hölle gelandet. Ach, was halb so wild? Trinkst du? Ja. Montags besaufen wir uns immer. Mit Wodka, Whisky, Sekt und allem möglichen. Kotzen uns aus und saufen weiter bis zum Abwinken. Oh, klasse. Und wie sieht's aus mit Zocken? Macht ihr das etwa auch? Ja, jeden Dienstag wird gezockt. Poker, Blackjack, Roulette und so weiter. Alles, was du willst. Super. Zeig ich doch.
Wie sieht's aus mit Drogen aus? Ja, wenn ich was in die Finger kriege. Kein Problem, jeden Mittwoch ziehen wir uns alles rein, was es so gibt. Wow, echt klasse. Rauchst du? Ja. Das ist jeden Donnerstag dran. Havanas, Cigarellos, alles was du denken kannst. Wird ja immer besser. Na siehst du, bist du schwul? Nein. Ha, gut, die Freitags wirst du hassen. Der Ehemann stürzt ins Schlafzimmer und schreit, schnell Tina, zieh dich an, das ganze Haus brennt. Da tönt aufregend eine Stimme aus dem Kleiderschrank, rettet die Möbel, rettet die Möbel. Aus dem Kleiderschrank. Okay, Leute, das ist das Ende. Oh Gott. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und so. Das Video geht nicht über 20 Minuten. Machen mal die besten Szenen draus. Ja. Die Aufnahme ist sowieso nicht beendet. Puh. Eine Stunde 25 Minuten haben wir bis jetzt. Mal gucken, wie viel wir rausschneiden müssen. Alles. Aber das Beste heben wir natürlich für euch auf und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich werde alle unwichtigen Nebencharaktere. Jedenfalls. Wird im Abspann nochmal genannt? Mache ich einen Abspann? Mal schauen. Ein Abspann. Oh. Schauspieler. So, das war's mit dem Abspann, meine lieben Freunde. Ja. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal pissen. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal mich erhängen. Ja, auch gut. Ja, ist wohl besser. Willst du mir bestimmt alle deine Arme nennen? Wir sehen uns. Haut rein, Leute, ne? Tschüss. Ciao.